Ein unheimlicher Fluch lastet über dem Spiel FC Zürich FC Basel. Die lange Serie bricht nicht ab. Wieder verliert der FC Zürich, das mal zuhause vor 12.700 Zuschauern mit 4:1. Ja, es ist schwierig, so eine Erklärung zu finden, aber heute sind wir nicht aggressiv genug gewesen und ja, voilà, viel Eis. Basel ist halt ein Knüller und es gehört halt auch so Sachen im Fußball ab und zu dazu, aber das interessiert mich nicht, was dort passiert ist. Mich interessiert einfach die Leistung und die ist heute sicher nicht gut gewesen. Es ist ein schlechter Start von uns. Wir haben bekommen ein Tor in der 10. Minute, ich glaube. Und dann wir konnten nicht reagieren. Wir haben nicht so schlecht gestartet, aber dann nach dem ersten Tor wir waren zu viel hinter dem Ball und wir warten und wir haben fertig mit dem Spiel. Fertig mit unserem Spiel. Und so gegen eine starke Mannschaft so ist ein wenig schwierig. Und wenn du bist zu Hause auch, du musst ein wenig mehr machen. Heute war nicht ein guter in die Office. Nein, natürlich besteht die Meisterschaft nicht nur aus dem Spiel gegen Basel. Nur, wir haben uns viel vorgenommen. Ich meine, Basel ist ein Mitkonkurrent. Und wir haben jetzt schon gegen IBE verloren. Wir haben gegen Basel verloren, zweimal. Also, es liegt natürlich auch uns, dass wir mal einen grossen schlagen. Von dort her wurden sie natürlich grausam. Aber ich denke, mehr ist die Art und Weise, wie das heute standgekommen ist, wo die wurmt. Nicht nur als Trainer, sondern auch die Spieler. Ich meine, aus zwei individuellen Fehlern sind wir 2-0 hin. Wir gehen in die Pause. Sprechen eigentlich, dass wir die Halbzeit müssen vergessen, weil sie einfach nicht gut war. Aber wir haben noch 45 Minuten Zeit, da kann vieles passieren. Wir kommen auf den Platz und irgendwo, ich glaube, es ist eine Minute gespielt, es ist 3-0. Wieder durch einen Fehler von uns. Also, das sind einfach zu viele Fehler und das kannst du gegen Basel nicht erlauben. Und noch einmal, Basel hat das eiskalt ausgenutzt, das ist clever. Und wir haben heute uns dümmer als dumm angestellt. Eine Situation und eine Leistung, die zuerst jetzt muss analysiert werden. Eins ist auf jeden Fall klar, nächstes Wochenende am Sonntag geht es dann schon bereits ins Derby. Und dann hat man genug Gelegenheit, um die Fehler von heute dann besser zu machen. Binelli und Ersam AG, Ihres Autohaus mit Stil.